Eine weitere Neuerung sind die sogenannten magnetischen Spuren. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Projekt fertig erstellt, haben das Video gerendert, schauen es sich an und Sie haben so einen schwarzen Blitzer da drin. In der Timeline bei der normalen Bearbeitung sehen Sie den gar nicht. Aber hier hinten am Ende, bevor das Outro anfängt, wenn wir ganz dicht ranzoomen, sehen wir, oh, da haben wir das Outro nicht direkt bis an dieses Video herangeschoben. Und das ist sehr ärgerlich, weil es einfach Zeit kostet und unnötig ist. Achten Sie einfach mal auf die Lücke. Ich gehe hier vorne auf die Spur und da sehen Sie magnetische Spuren aktivieren. Und wenn ich darauf klicke, wird automatisch die Lücke zwischen den Medienelementen auf der Timeline geschlossen. Selbst wenn ich jetzt ein neues Element hinzufüge, also hier einfüge, wird das andere Element verschoben und direkt im Anschluss an dieses Video dann eingefügt. Eine sehr schöne Neuerung, die einfach dem Vermeiden von unnötigen, blöden Fehlern vorbeugt.